Richter Ulkisch. Wie wichtig wohl das Amt Zivilanwalt da gewesen sein muss, das Sie gehabt haben, da nicht mal Soldat geworden sind mit dem Alter. Und dann von da sind Sie dienstverpflichtet worden. Das spricht ja auch für Ihre Haltung, dass Sie sich haben, dass Sie erst gewartet haben, bis man Sie dienstverpflichtete. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen. Sie haben gewartet, bis man Sie dienstverpflichtete. Und zwar, wo sind Sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Wären Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Na, natürlich! Sie haben ja bestätigt, dass Sie KV'er sind. Na also, und werden Sie hier nicht unverschämt? Mit Ihnen werden wir fertig, Firma. Sagen Sie es. Ich bilde mir ein, dass durch diese Tat eine Wendung in der militärischen Maßnahmen einsteht. Ja, Sie weinen. Manchmal ist Weinen keine Schande. Was wollen Sie denn mit den Tränen in den Augen sagen? Ich will damit gar nicht sagen. Aber Sie bedeuten doch etwas. Bedeuten Sie, dass Sie so etwas nochmal tun würden, wenn das Leben Sie noch einmal so führen würde? Nein. Nein. Aber es gibt eben Fälle, wo es eine wirksame Reue nicht mehr gibt. In 2 Stunden wird sein Todesurteil vollstreckt. Major Eisen wird mit einer dünnen Schnur am Fleischerhaken gehängt werden. Hitler hat einen langsamen Tod verlangt. Feldmarschall von Witzleben verbeugt sich vor dem Volksgerichtshof. Doch dieser Prozess im Saal des preußischen Kammergerichts ist kein ordentliches Verfahren. Ein Feldmarschall und ein Generaloberst. Da ist der Präsident, Dr. Roland Freisler, der Richter in roter Robe, einst ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Weit über 1000 Menschen hat er bereits in den Tod geschickt. Da sind die Beisitzer. Ein Kleingärtner, ein General, ein Richter. Der Oberreichsanwalt und seine Gehilfen. Statisten in Freislers Theater des Bösen. Da sind die Journalisten. Freisler allein bestimmt, was sie nach draußen berichten dürfen. Bald sind sogar die Todesurteile geheime Reichssache. Da sind die Verteidiger. Eine Verständigung mit den Angeklagten ist während der Verhandlung nicht möglich. Sie sitzen 5 Meter von ihnen entfernt. Sprechen die Verteidiger nicht im Sinne der Anklage, werden sie von Freisler unterbrochen oder verhöhnt. Da sind die Angeklagten. Jeder wie ein Schwerverbrecher von 2 Polizisten bewacht. Da ist das Publikum, Uniformierte und Zivile mit Sonderausweisen. Und der Chef des berüchtigten Sicherheitsdienstes, Kaltenbrunner. In demütigender Form werden die Angeklagten vorgeführt. Freisler hat verlangt, dass sie ohne Hosenträger, ohne Gürtel und Krawatten vor ihm stehen. Den Soldaten hat man die Uniform genommen. Sie wurden aus der Wehrmacht ausgeschlossen. Sie wurden gefoltert, um sie tauglich zu machen für den Schauprozess. Die Gestapo hat sie stundenlang verhört, Tag und Nacht gefesselt, manchmal zusammengeschlagen. Freisler will, dass die Widerstandskämpfer vor ihm moralisch zerbrechen. Kein ordentliches Verfahren. Was damals wirklich geschah, versteht man heute nur, wenn man zwischen den Worten hören kann und mehr in die Gesichter schaut, als auf Freislers oft geprobte Gesten. Die Angeklagten sind von der Außenwelt isoliert. Sie glauben, dass ihre Worte nie diesen Raum verlassen werden.